Kann. Also sozusagen der Countdown läuft jetzt, man gibt sich ungefähr eine Stunde und wir sehen hier jetzt im Bild auch den Bergungsschacht und ja, verehrte Zuschauer, dann kann man sich schon vorstellen, wie eng das dort drin auch ist. Die Rettungskapsel Phoenix, die hat einen Durchmesser von 53 Zentimetern. Also hier sieht man es nochmal, da muss also die Kapsel reinpassen und dieser Bergungsschacht, der ist ja auch nicht gerade, sondern er hat verschiedene Kurven und dann dreht sich die Kapsel auch nochmal in sich. Das ist also schon eine physische Belastung. Dr. Helmut bei mir im Studio, einerseits natürlich für die Bergleute, aber die waren ja jetzt die ganze Zeit seit dem 5. August auch in einer Gruppe zusammen. Ja. Von dieser Gruppe muss man sich jetzt trennen und begibt sich in die Hand eines anderen, wortwörtlich hier. Ja. Was ist das für eine Belastung, diese letzten 20 Minuten nach oben alleine zurücklegen zu müssen? Also Sie sprechen es an, diese Phase, die jetzt vor denen liegt, wo Sie allein sind. Sie waren die ganze Zeit im Schoße einer Gruppe gewesen. Wir wissen in einer solchen angespannten Situation da unten, dass der Schoß der Gruppe durchaus auch für den einen oder anderen in bestimmten Situationen konfliktbeladen sein kann. Ich möchte es mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken. 33 Männer über diese lange Zeitstrecke hinweg in einer solchen extremen belastenden Situation, das bedeutet natürlich auch, dass es da unten Konflikte gab, dass es da unten auch sicherlich die ein oder andere schwierige Situation gab, die es in der Gruppe gab. Wir sprechen psychologisch immer von mentalen Problemen. Wenn jemand aus einer solchen Notfalllage befreit wird, dann hat er mentale Fragestellungen zu bewältigen, aber natürlich auch soziale Fragestellungen. Und diese sozialen Fragestellungen, die kommen aus der Gruppe. Aber jeder wird natürlich jetzt, wenn er vor sich sieht, dass er da allein hochgezogen wird, die Gruppe dann auch wiederum zu schätzen wissen. Jeder fühlt sich natürlich geborgen, wenn er in der Moment, Gruppe drin ist. Ja, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, man sieht jetzt also, der Probelauf ist beendet und hier kommt die Rettungskapsel, die Phoenix, jetzt raus. Also das war der Probelauf, auf die haben wir gewartet. Die hat man jetzt runtergeschickt in den letzten Stunden und jetzt in diesem Augenblick sehen wir wieder, wie sie nach oben kommt. Wir sehen hier, werden wir also jetzt, ich habe gerade noch eine Information bekommen, werden wir jetzt also gleich sehen, wie diese Kapsel bestiegen wird. Und Chiles Präsident Piñera, der wünscht jetzt nochmal Glück für diese Mission. Zuerst hieß es ja, dass vier Kollegen erst nach unten gebracht werden, um dort die Bergleute vorzubereiten. Jetzt ist es aber wohl nur noch ein einziger Mitarbeiter, der nach unten geschickt wird. Und man sieht auch schon die Anspannung jetzt in den Gesichtern. Wir sehen es auch an der Ruhe hier direkt an dem Austrittsloch. Ja, da wird sogar fast ein wenig ein kleiner Spaß gemacht hier. Es scheint alles wirklich normal zu laufen. Keine Unruhe zu spüren. Ja. Oben weder bei Chiles Präsident noch bei den Rettungskräften. Und die Zuversicht groß, die Anspannung auch. Ein bewegender Moment für alle, Dr. Helmut Nold, bei mir im Studio. Also das ist auch für uns ein bewegender Augenblick, wenn wir das beobachten dürfen. Dieser Kollege, der da jetzt hochgezogen wird, der wird sicherlich auch von einer Euphorie getragen werden. Er wird sehr viel Adrenalin im Blut haben. Euphorie bedeutet ja auch immer, je höher die Euphorie, desto mehr Angst steckt auch drunter. Also ich denke, das ist ein Wechselbad der Gefühle. Aber wir haben ja unten gesehen, in welcher guten Verfassung die Kumpel waren. Und wir haben gesehen, wie sie auch dieser finalen Rettungsaktion jetzt entgegen gefiebert haben und ich gehe auch mal davon aus, dass er psychisch stabil oben an und auch physisch stabil oben ankommen wird. Für wen ist die Situation schwieriger? Für den, der jetzt am Anfang fährt oder für den, der ganz zum Schluss noch übrig bleibt, sozusagen der Letzte, der hochgezogen also wird? Also der Erste ist der Pionier und für den ist es die stärkste psychische Herausforderung. Er ist derjenige, der hier den allen anderen auch, ich sag es mal im Bilde gesprochen, den Weg ebnet. Wenn er signalisiert, Jungs, ich bin gut oben angekommen und dann kann man unten durchatmen. Der Letzte ist der Kapitän und der Kapitän, der verlässt dann als Letzter seiner Mannschaft und macht das Licht aus, hatte ich vorhin gesagt. Der Kollege sagte mir, dass wahrscheinlich der Marineinfanterist dann als Letzter hochgehen wird. Aber die Führungskraft, der Kapitän, wird als Letzter seiner Mannschaft dann hochgehen. Mhm. Alexander, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir können ja
Okay, Alexander Privatier kann es nämlich momentan nicht hören. Da wollte ich noch mal ganz kurz nachfragen. Ja, die Anspannung hier oben groß. Die Angehörigen, einige Meter von dort entfernt, verfolgen auf Bildschirmen natürlich ganz angespannt diese Aktion. Und ihre Nerven werden jetzt noch mal ganz schön beansprucht, oder? Ja, jetzt entscheidet sich's. Also jetzt, das ist jetzt der Moment, auf den alle jetzt gewartet haben. Und das ist der Moment, auf den alle hingearbeitet haben. Und jetzt entscheidet sich, ob diese ganze Aktion zu einem guten Abschluss kommt. Es ist der Erste, der rauskommt. Es gibt dann eben diese Signalwirkung und es wird dann auch die Situation entspannen. Aber wir haben das auch schon die ganze Zeit gesagt, es ist nach wie vor ein riskantes Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, das bisher noch nie durchgeführt wurde aus dieser Tiefe. Es ist ein Schacht, der noch nie so gebohrt wurde. Und es ist eine Rettungsaktion in einem Schacht, das es noch nie in diesem Ausmaß gegeben hat. Menschen, die noch nie so lange abgeschottet waren von der Welt. Ja. Und jetzt bewegt sich dort schon was. Das Rad dreht sich langsamer. Alexander beobachtet für uns, Alexander Privatera vor Ort, einerseits das Rad und natürlich auch die Bilder und die entscheidenden Sekunden jetzt. Alexander? Ja. Das Rad dreht sich auf jeden Fall noch, das Rad dreht sich auf jeden Fall noch weiter. Wir haben den Eindruck, dass sie gerade eine Biegung erreicht haben, wo die Geschwindigkeit etwas nachgelassen hat. Aber nach wie vor bewegt sich alles. Und es sind jetzt 12 Minuten und 45 Sekunden, seitdem die Fahrt zurück an die Erdoberfläche begonnen hat für Florencio Avalos. Und noch einmal, der Präsident ist da, auch mit seiner Ehefrau und alle anderen Experten, die sich dort versammelt haben, um dieses Bohrloch. Ja, und in wenigen Minuten dürfte es eigentlich soweit sein. Wir sehen auch die Anspannung noch. Die Gesichter der Familienangehörigen sehr angespannt natürlich. Verständlicherweise. Aber wir können keine Probleme vermelden. Zum Glück, es läuft alles nach Plan. Das Einzige war eben die leichte Verzögerung, aber im Moment läuft es so, wie es laufen muss. Ich muss gestehen, Alexander, diese Anspannung überträgt sich gerade auch auf mich, wo wir hier im sicheren Studio sitzen. Du bist für uns noch vor Ort in San José, dort sicherlich noch mehr los, für die Angehörigen noch mehr, aber es ist hochspannend, hochdramatisch und auch ich kann mich der Anspannung gerade nicht entziehen. Jetzt bewegt sich ja die Winde immer so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich dann eine der Biegungen, die Alexander Privatera angesprochen hat. Wir wissen nicht, was im Kopf des Mannes, der jetzt in der Kapsel ist, Florencio Avalos, vorgeht. Aber ich denke, da sprühen tausende Gedanken durcheinander. Ängste, Sorgen, Freude. Es ist unbeschreiblich. Ja. Was halt hier auch immer wichtig ist, ist, dass man auf bestimmte Werkzeuge, psychische Werkzeuge zurückgreifen kann. Also gut ist es, wenn man autogenes Training beherrscht. Gut ist es, wenn man progressive Muskelentspannung beherrscht. Hat der da noch ein Zeitgefühl? Weiß der, wo der ist? Dann kann man hier ein bisschen gegensteuern. Er ist ja ganz allein da drin und da ist jeder auch so stark auf seine inneren Signale konzentriert und das verstärkt natürlich auch Panikreaktionen und kann sowas natürlich dann auch hochpushen. Also er ist jetzt sicherlich in einer sehr entscheidenden psychischen Anspannung da unten. Wie wir auch. Wie wir auch. Und die Arbeiter jetzt auch. Sie versammeln sich oben um die Röhre. Sie erwarten die Phoenix, die Rettungskapsel, jetzt. Ich habe den Eindruck, jeden Augenblick. Ja, es sieht so aus, als könnte jetzt jeden Augenblick eine Entscheidung stattfinden. Ja, als ob hier die entscheidenden Momente bevorstehen. Oder Alexander Privatera in San José, siehst du, dreht sich das Rad noch oder ist man jetzt so langsam geworden, weil die allerletzten Meter anstehen? Es dreht sich noch, normale Geschwindigkeit. Allerdings hatten wir den Eindruck, dass sie ein bisschen nachgeholfen haben, weil kommt die Kapsel raus. Die Kapsel ist angekommen. Der erste Bergarbeiter hat seine Freiheit zurückerkämpft, muss man sagen. Florencio Avalos ist oben angekommen. Unglaublich. Die Befreiungsaktion für ihn ist Glück. 69 Tage, 630 Meter unter der Erde und jetzt ist der erste chilenische Bergarbeiter über der Erde angekommen. Florencio Avalos. Er wird ein Volksheld werden
Chiles Präsident überglücklich, seine Angehörigen überglücklich. Ein unglaublicher Moment. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Also es ist ein sehr ergreifender Moment und wir als Beobachter geht sicherlich jedem so, ist ergriffen von diesem Ereignis. 5.11 Uhr. Alexander, wie ist das jetzt bei dir in San José? Wie reagieren die Menschen? Was machen sie jetzt? Sie klatschen. Aber sie schauen immer noch gespannt auch auf die Kapsel, weil Florencio Varo sich immer noch im Innern befindet. Und man jetzt natürlich sehen möchte, dass er sich auch bewegt, dass es ihm gut geht. Und es scheint ihm gut zu gehen. Er ist draußen, er kann auch gehen. Wir sehen ihn mit einer Brille und dem Schutzhelm und sein Sohn. Sein Sohn ist gerade noch in Tränen ausgebrochen, vor wenigen Sekunden, als die Kapsel hochkam. Wir sehen die Spezialbrille gegen Licht, denn selbst die Scheinwerfer dort sind viel zu hell. Nach einer solch langen Zeit unter Tage. Unglaublich. 69 Tage, so lange war noch nie ein Mensch von der Außenwelt abgeschlossen. Über 600 Meter tief unter der Erde. Florencio Avalos ist gerettet. Überglücklicher Helfer, ein überglücklicher Präsident Chiles, Sebastian Piñera. Überglückliche Angehörige. Und der sieht gut aus. Der sieht aus, als hätte er dieses Ereignis äußerlich unbeschadet überstanden. Jetzt die Umarmung mit dem Präsidenten. Und den Applaus, den wir jetzt hören, der ist ja nur unmittelbar von der Rettungsstelle. Aber die Angehörigen dort, es sind ja auch mehrere tausend Menschen dort vor Ort. Ja. Dort wird jetzt ein Riesenjubel losbrechen. Ja. Umarmung für das Rettungsteam. Und jetzt sieht man auch, warum Florencio Avanos als erster hoch durfte oder hoch sollte. Er ist gefasst, er scheint gelassen zu sein, als ob das Ganze einfach nur ein Job wäre für ihn. Dabei hat er es gerade geschafft, nach über zwei Monaten wieder zurückzukehren an die Erdoberfläche. 700 Meter in der Tiefe war er mit seinen 32 Kumpeln. Jetzt in den nächsten Stunden 36 werden es höchstwahrscheinlich sein, mehr oder weniger, auch die Möglichkeit haben werden, zurückzukehren zu ihrem normalen Leben. Oben mit ihren Familien und sicherlich in den nächsten Wochen auch unter dem Scheinwerferlicht, unter dem Rampenlicht der chilenischen Medien. So, und wir sehen jetzt die ärztliche Versorgung, die vorbereitet worden ist. So wird jetzt jeder der Bergleute behandelt und auch sofort dann abgeschirmt nach dem Heraussteigen von der Öffentlichkeit. Alexander, was wird dort jetzt untersucht? Wie wird er genau unterstützt? Was schaut man jetzt, was ist vorbereitet an ärztlicher Versorgung? Also jetzt wird es eine erste relativ knappe Untersuchung geben, hier oben. In der Wüste, in der Atacama-Wüste. Und dann wird er zur genauen Überprüfung und Untersuchung in ein Krankenhaus in Copiapó gebracht, per Hubschrauber. Wie gesagt, 15 Minuten circa dauert der Flug. Im Moment gibt es auch keine Probleme mit dem Wetter. Es gibt ein Drittel Mond und das soll wohl für Hubschrauberflüge Idealbedingungen sein. Und es gibt auch keinen Nebel. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass der Flug in Kürze beginnen wird. Dann wird es höchstwahrscheinlich auch ein Blackout geben hier, weil die Hubschrauberpiloten fliegen mit Nachtsichtgerät und sie sollen nicht von den vielen Lichtern hier im Lager der Hoffnung abgelenkt werden. Deswegen, wie gesagt, wird es einen Blackout geben, der dauert einige Minuten lang. Dann wird alles dunkel hier bei uns. Und dann wird der Hubschrauber abheben und Florencio Avalos nach Copiapó
fliegt. Auf dem Weg dorthin, übrigens auch die Strecke, die Straße, ist abgesperrt worden. Auch soll es keine Fahrzeuge geben, denn auch die Scheinwerfer